Es dauert ja noch einige Stunden, bis der Prozess beginnt. Sie haben sich jetzt heute früh schon hier versammelt. Warum? Oh Gott. Weil wir sind hier hingekommen, weil hier nicht nur 9 Menschen umgebracht worden sind, 9 Menschen, die von Cepke und vom Verfassungsschutz mit unter der Kontrolle der Verfassung umgebracht worden sind. Aber der Dunkelziffer ist viel höher. Insgesamt wurden 153 Menschen, Ausländer, in Deutschland umgebracht. Das ist nur ein Teil der Prozess hier. Aber wie ich schon gesagt habe, 153 Menschen sind gestorben. Der Rassismus in Deutschland ist in die Mitte der Gesellschaft angekommen. Und ich will hier ein Zeichen zeigen. Was erwarten Sie denn heute von dem Prozess? Eigentlich gar nichts. Weil heute wird Beate Cepke und einige seiner Mithelfer hier angeklagt. Wie ich schon gesagt habe, auf die Anklagebank gehört der Verfassungsschutz, auf die Anklagebank gehört der Innenminister sowie der Justizminister, die nichts gemacht haben. Die hätten ruhig zurücktreten können, aber da es ausländische Mitbürger sind, ist das denen uninteressant. Die treten nicht zurück, ganz im Gegenteil, die tun immer noch Hetze gegenüber Ausländern, besonders gegen bulgarische Mitmenschen hier in Deutschland, gegen Zinken, gegen Roma, dass Deutschland zu viele Flüchtlinge hier sind. Und das ist unerhört. Beate Cepke und seine Freunde bringen die Menschen um. Der Verfassungsschutz unterstützt die, gibt ihnen finanziell Hilfe, gibt ihnen Geld, hat alles unter seiner Kontrolle. Und der deutsche Staat, der schiebt Ausländer ab. Das heißt, wie lange bleiben Sie heute hier? Wie lange wollen Sie hier demonstrieren? Wir wollen so lange bleiben, bis der Prozess zu Ende geht, der erste Prozesstag. Und für die nächsten Prozesstage werden wir auch ab und zu hierhin vorbeischauen. Vielen Dank. Danke auch.